Im März ist die Inflation in Deutschland um 7,3% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Solche Werte gab es seit mehr als 40 Jahren nicht. Ökonom Volker Wieland, der die Regierung berät, hält angesichts von Russlands Krieg in der Ukraine auch zweistellige Inflationsraten für möglich. Die Wirtschaftsweisen schrauben ihre Wachstumsprognose um die Hälfte zurück. Und Wieland sagte zum Risiko der Rezession: Das ist ein substanzielles Risiko, führt ein Abschlag von 3 bis 5% des BIP auf unsere Punktprognose, würde uns entsprechend natürlich auch noch mal deutlich unter den Vorkrisenstand von 2019 führen. Also nicht nur in eine Rezession, sondern im Gegensatz zu anderen Ländern, schauen Sie in die USA, die sind ja schon weit über den Vorkrisenstand gewachsen. Wir sind noch drunter und würden noch einmal zurückgeworfen. Angesichts der Krise durch das fehlende Gas aus Russland halten die Expertinnen auch die Verlängerung der Laufzeit der Kernkraftwerke für sinnvoll. Volkswirtschaftlerin Veronika Grimm erklärt: Ich habe meine Meinung geändert. Wenn man jetzt nicht in die nähere Zukunft guckt, die nächsten 2 bis 5 Jahre, dann sieht man doch, dass, falls wir jetzt tatsächlich relativ schnell unabhängig werden müssen von russischem Gas oder auf die Mengen nicht zugreifen können, dass wir dann schon mit einer sehr herausfordernden Situation konfrontiert werden, ohne die Strommengen, die die Kernkraftwerke beisteuern könnten. Die Umstellung auf erneuerbare Energien ist für die gesamte Wirtschaft mit deutlichen Preissteigerungen verbunden. Und weil niemand weiß, wie lange der Krieg in der Ukraine dauert, ist die Unsicherheit extrem hoch.